So, damit herzlich willkommen zurück zu meiner letzten Aufnahme des Jahres. Und ja, wir spielen weiter mit Asterix und Obelix und jetzt im letzten Level der Normandie. Drei Lorbeerkränze gibt es hier, die möchte ich wie gesagt alle holen. Also mache ich das auch. Ich mag die Musik voll. Ich mag die Musik. Zwei Wege. Beunruhigend, ich gehe jetzt mal hier lang. Oder es geht auch erst hier lang, keine Ahnung. Ich meine, es müssen eh beide Wege gehen, aber ja. Fangen erstmal hier mit dem Weg an und kloppen weiter Gegner. Also ja, es wird auf jeden Fall repetitiv so langsam. Aber das ist okay irgendwie. Ja, das ist wie gesagt die letzte Aufnahme dieses wunderschönen Jahres. Es ist gerade der 30. Dezember, 5:15. Und ich spiele Asterix. Was kann ich noch so erzählen über mich? Ich habe mir vorhin irgendwie Tofu-Filets geholt und habe die mir einfach mit ein bisschen Brot, mit ein bisschen Gemüse gemacht. Das ist quasi so ein bisschen wie ein Burger, mehr oder weniger. War okay, war okay. War jetzt nicht die Geschmacksexplosion, aber es war okay. Hallo, komm her. Also man merkt auf jeden Fall, ich vermute mal, dass das einzelne Herauskommen der Gegner nichts ist, wegen, ja, wir wollen nett sein, sondern einfach, die Kapazität des Game Boy Advance. Würde ich jetzt einfach mal ganz fies behaupten. War auf jeden Fall nicht unbedingt eine notwendige, war auf jeden Fall nicht, eine nicht sehr notwendige Levelteilung, aber gut. Okay, jetzt hat erstmal das hier aktiviert und dann muss ich wohl irgendwie nochmal zurückkommen oder so. Mal gucken. Und ich selbst habe ich es gesetzt, weil ich muss im ersten sein sagen, ich habe keine Lust, ein komplettes Level neu zu starten, nur weil ich wegen einer bescheuerten Sprungphysik in den Boden gefallen bin. Ja, okay, wir müssen dann gleich zurückgehen mit der Fackel, ich seh's. Vielleicht haben wir wieder 1000 Helme. Ich glaube, für 1500 Helme konnten wir uns das nächste Power-Up holen. Ja, der macht auf jeden Fall was. Mehr oder weniger macht er was. Wir haben jetzt die 1000 Helme. Also, gleich. Hallo. Hallo, wo bist du? Hallo. Hallo. Danke. Wenn wir jetzt hier. Okay, das aktiviert den Schalter. Machen wir das mal. Ah, das sieht ganz schön aus, muss ich sagen. Zumindest, kann ich mir das schön vorstellen, wenn ihr versteht, was ich meine. So vom Level auf vorher ist es ganz nett. Also ich vermute jetzt mal, dass der Schalter jetzt auch die Plattform drüben aktiviert hat. Weil alles andere wäre seltsam. Safe, hier war ein Checkpoint. Wo kommen die Gegner her?
Ja, die nehme ich gerne mit. Okay, mit den speziellen Angriffen komme ich eigentlich ganz gut klar mittlerweile. Waren das mal alle Gegner? Ich möchte gerne wissen, was hier los ist. Okay. Nehme ich an, nehme ich hin. Mein Auge juckt. Okay, Checkpoint. Hallo? Hä? Hört doch mal auf. Hat doch ganz gut geklappt. Links war die Fackel. Dann gehe ich natürlich auch links entlang. Das sind schöne Fackelspiele hier. Okay, und jetzt noch schnell zur Bombe rüber. Das sind Wikinger. Die nehme ich dann gleich doch nochmal mit. Das war's schon. Okay. Ich kann mir jetzt umso mehr vorstellen, dass ich hier den Gegner verpasse. Also. Ist gut, dass ich nur 100% der Lorbeergrenze holen möchte, das ist dann da unten. Sollte es gut versteckt sein? Soll das gut versteckt sein? Naja, okay. Ja, mit den Kombos komme ich mittlerweile ganz gut klar. Oh, noch du weg. Wie, was macht der Schalter? Keine Ahnung, was der Schalter gemacht hat. Ist mir eigentlich auch egal. Wir haben alles, außer vielleicht alle Helme. Aber ansonsten, wir haben alle Lorbeerkränze. Und wie gesagt, das ist das Einzige, was uns interessiert. Und es gibt wohl auch keinen Händler. Also erst. Vielleicht brauchen wir einfach beide Schalter hier für die Tür. Nehmen wir es einfach mal an. Oh. Ah, wir retten immer Leute. Stimmt, wir retten immer Leute und jetzt haben wir die zwei hier gerettet. Stimmt, die Story war ja, dass die Römer unsere Freunde entführt haben und dass wir die halt retten. Guck, nur 99% irgendwo einen Gegner vergessen oder zwei oder drei. Und damit der mehr als 100 Lorbeergrenze. Alle Lorbeeren, ein Rodelix. Sehr schön. Spiel wird gespeichert. Gucken wir mal kurz auf die Karte, dann geht's jetzt nach Griechenland. Aber ich möchte gerne nochmal ins Hauptmenü vorher. Zurück. Beenden, ja. Gespeichert, ist okay. Ich möchte nämlich Rodelix machen. Ja, wie gesagt,
Das Nummer 2 kriegen wahrscheinlich immer für alle Helme in den Welten. Ja. Ist jetzt nicht mein Anspruch, machen wir stattdessen einfach mal. Viel Spaß hier, ist halt auch gut für die Abwechslung. Muss man gleich darauf achten, ob man die. Ja, man kann die mit Sicherheit nicht mit in den Story-Modus nehmen, weil dann könnte man hier auch farmen. Ich glaube, das ist einfach der Grund, also ein gutes Argument dafür, weshalb man die gesammelten Helme hier nicht in den Story-Modus übernehmen sollte. Muss ich eigentlich irgendwas drücken, um die Römer zu besiegen? Man weiß es nicht. Ich bin schon cool, nur die Steuerung ist halt ein bisschen schwammig, aber ich glaube, das muss so. Wobei ich kann ja im Story-Modus wiederholen und da gibt's. Ich glaube, ist das genau das gleiche wie im Story-Modus? Ich weiß es nicht. Ich mach's halt einfach, weil es irgendwie ein bisschen Spaß macht schon. Aber man kann es ja dann im Story-Modus ja auch in diesen Leveln farmen. Ist ja dann auch kein Problem. Wählt man einfach mal den vierten Level aus der Welt und dann kann man ja Rodelix machen. Oder so als Crash of Cortex Snowboarden. Für die Leute, die Crash Twin Sanity mögen. Soll es ja mindestens 2 geben. Habe ich gehört. Und wie sieht's aus, der Zwischenstand? Ja, geht so. Egal. Tschüssi. Ne, hier waren wir gerade zurück zur Karte. Dann geht's jetzt weiter nach Griechenland. Sieht schön aus. Einfach hier stehen und hauen, das klappt. Ja, die nehme ich natürlich mit. Was ist das hier? Ja, Fleisch. Immer gut. Ja, ansonsten, ich bin aktuell, was spiele ich so privat gerade noch? Ich habe gerade ein bisschen Zeit. Ich habe auch fleißig gelernt. Könnt ihr mir nichts vorwerfen. Ich mach Uni. Aber ansonsten, was ich halt gerade so privat spiele, ist halt immer noch Infamous First Light. Habe ich jetzt den Story-Modus durchgespielt, noch generell als im Story-Modus quasi soweit geschafft. Es gibt da allerdings noch so einen Arenen-Modus, sage ich jetzt einfach mal. Also ja, das ist ein Arenen-Modus. Gibt's da so einen Arenen-Modus und da muss man halt noch einige Herausforderungen schaffen. Die meisten sind noch einfach nur schaffen. Also da ist nicht immer die Schwierigkeit da. Ist auch ein paar könnten dann nochmal ein bisschen schwieriger werden, aber gucke ich dann, wenn ich halt nur noch die machen kann. Die spinnen die Römer. Ja, und mit meinem Stiefvater bin ich gerade dabei, Resident Evil 3 durchzuspielen. Nachdem wir das gemacht haben, werde ich dann wohl privat noch einige Spieldurchläufe machen und halt mal gucken, vielleicht kriege ich da auch die Platin-Trophäe. Das wäre ja wieder eine Motivation. Aber generell, ich kann ja mal so ein bisschen über Platin-Trophäen reden, ist ja manchmal immer so, dass es manchmal irgendwie so als Zwang kommt, so ich muss Platin machen. Ist es bei mir vielleicht manchmal auch, aber ich finde halt immer noch, es macht halt auch Spaß, sich da halt irgendwie an Sachen zu probieren und so weiter. Und mal wenn es halt komplett der Abfuck ist, dann, ja, mache ich das halt auch nicht. Wie halt zum Beispiel gerade GTA Vice City, wo ich ja für die Platin-Trophäe, da muss man ja irgendwie so 1 Million Punkte bekommen. So insgesamt auf diesen komischen Punktescore, den es ja auch in GTA gibt. So den Rang. Und dafür muss man halt irgendwie, per Glitches am Anfang des Spiels alle Päckchen holen und dann ein bisschen rumballern, effizient.
Ist halt irgendwie total lächerlich, aber gut. Ach, bei diesen Häusern hier erinnere ich mich an die Livestreams von dem Womaster des Spiels, wo es dann halt auch so eine Herausforderung gab, wo man halt ganz schnell verschiedene Kugeln einsammeln muss oder Münzen einsammeln muss und dabei halt auch zwischen den Dimensionen wechseln musste, also zwischen der alten Grafik und der modernen Grafik. Oh, cool. Hallo. Ah, okay, das so angreifen und dann. Kann ich die überhaupt verletzen? Ist die Frage. Oder brauchst du dafür einen Zaubertrank? Ja doch, kann ich. Und da steht jetzt ein Gegner. Danke für nix. Ah, die haben sich alle da das Haus geteilt. Ich frag mal nicht, was die da drin gemacht haben. Ich denke, wir werden jetzt auch wieder 3 Folgen aufnehmen, weil um 19 Uhr spielen wir weiter, Resident Evil 3. Das spielen wir jetzt auch durch, ist auch ein recht kurzes Spiel. Es gibt dann auch eine Trophäe dafür, es in unter 2 Stunden zu schaffen, nicht unter 3, unter 2. Und der sagt ja eigentlich schon alles. Ich muss sagen, ich finde die Welt schön. Sieht trotzdem auch ein bisschen seltsam aus, die Grafik generell, aber es funktioniert irgendwie. Also funktioniert irgendwie, diese Optik. Da ist ein Schalter. Hallo. Und da ist ein Lorbeerkranz. Ich könnte noch gerne mehr auf einmal rauskommen, muss ich sagen. Habe ich nichts dagegen, wenn halt mehr Leute auf einmal rauskommen. Ich halte Game Boy Advance, ich glaube, das ist wirklich Leistung. Das ist eine Leistungssache hier, weil, keine Ahnung, ich finde es gerade ein bisschen anstrengend, dass die immer nur einzeln rauskommen. Was hat die Frage, wo der Schalter was verursacht? Wissen Sie, was ich meine? Hier ist ein Schalter, schön und gut, aber wo hat er jetzt was gemacht? Naja, mal gucken. Das sieht doch. Ja, das ist ja wahrscheinlich. Und da ist noch ein Schalter, okay. Und der hat das da gemacht, damit ich da oben an den Ding rankomme, ja. Klettern wir den Schalter da. Dies ist ein Ohrfeigenrad und der letzte Schrei römischer Technologie. Schlag mehrmals drauf, um nach und nach den Mechanismus zu aktivieren. Ah, das war schon der letzte Kranz. Okay, Wasser. Ich würde sagen, man kann da nicht schwimmen, ich will es aber ausprobieren. Okay, ist einfach eine unsichtbare Wand. Okay. Ist auch gut. Hallo. Hop, hop, hop. Was, haben noch ein paar Gegner? Nicht sterben, bitte.
noch, ihr zwei. Ich vermute mal, da hinten ist der Ausgang zu dieser Tür. Das heißt, ich beende die Folge jetzt nicht, sondern gehe durch die Tür durch. Noch irgendwo ein Halm? Nee. Okay, das ist auch nicht Levelende. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann durch dieses Tor gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!